Wie asozial ist das denn? Eine Juristin hatte per einstweiligem Antrag versucht, Leistungen nach dem SGB Römisch II zu bekommen unter Ausnutzung der vereinfachten Antragstellungen. Ihr wisst vielleicht nicht, aufgrund der Pandemie werden nur noch Vermögen geprüft, die über 60.000 Euro liegen. Was hatte die Dame also gemacht? Kurz vor Antragstellung von ihrem prall gefüllten Bankkonto zweimal 2.000 Euro abgehoben, sodass nur noch 59.900 Euro vorhanden waren. Das Landessozialgericht in Celle hat dem nunmehr Gott sei Dank einen Riegel vorgeschoben und darauf hingewiesen, dass die Anweisungen der Bundesagentur für Arbeit insoweit nicht anwendbar sind und falsch sind, weil offensichtlich solche Menschen mit einem prall gefüllten Bankkonto und wer weiß, was im Ausland noch rumliegt, nicht umfasst sind von den vereinfachten Regeln. Gemeint sind kleine gewerbetreibende Menschen, die wirklich vor existenzieller Not stehen, aber nicht Menschen mit 60.000 Euro. Ich schäme mich, dass gerade jemand aus meinem Berufsstand, ja, auf diese Idee kommt und das Gesetz so sträflichst missbrauchen möchte. Es ist eine äußerst traurige Entwicklung, dass in einem Zeitrahmen, wo die Menschen teilweise nicht wissen, wie sie die nächste Rechnung bezahlen müssen und können und sollen, Menschen so unsozial, empathielos, egoistisch ihr eigenes Vermögen in Sicherheit zu bringen versuchen. Gott sei Dank an dieser Stelle einmal ein Landessozialgericht, das über den bloßen Wortlaut hier an dieser Stelle den Willen des Gesetzgebers ins Zentrum rückt. Ja, eigentlich schon unglaublich, dass ich das sage, wo ich doch oftmals darauf beharre, dass man näher am Gesetz argumentieren muss. Aber hier eine sehr weise und richtige Entscheidung. Ich meine, ich bitte euch, welche tatsächlichen Signale würden wir nach außen geben, wenn wir sowas durchgehen lassen würden? Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren. Für aktive News, euer Michael Langhans.